Du hast doch auch ein Kunstwerk hier. Das ist größer und eine Installation, die aus Flachware besteht, also Bilder, gemalte Bilder. Und halt einen interaktiven Teil, wo sich die Besucher daran beteiligen sollen. Das heißt, es gibt einen Informationsstand, hier informiert sich der Gast, der kommt, was er hier machen soll. Die Idee ist halt quasi mit den Klischees, die man zu den Berlinern und zu den Kölnern hat, die mal transparent zu machen. Also geht der Besucher, der geht an diesen großen Bader mit den Attributen, da stehen ganz verschiedene Attribute drauf, unterschiedliche Farben, nur damit es schön bunt ist. Da stehen ja tobsüchtig, dämlich, total doof, aber steht auch feminin, blöde, geizig. Dann ist die Idee, dass der Gast sich zwei Fähnchen aussucht, er sucht sich zwei aus, geht jetzt hier zu den Fähnchen von den Berliner und zu den Fähnchen von Köln, steckt eins ein für Köln und dann steckt er eins ein für Berlin. Er kann aber auch zwei Fähnchen nehmen und nur in eine Stadt stecken. Dritte Möglichkeit, was ich ja zum Beispiel hier, hat ja jemand reingeschrieben für Berlin, out. Das finde ich als Berliner ziemlich böse. Das würde ich natürlich dann am liebsten wieder da einstecken. Das kann man auch noch. Vielleicht mache ich das auch, bevor ich gehe. Man darf auch hier umstecken. Man soll aber nur zwei Fähnchen bewegen, jeder. Und hier. Oh, das hast du jetzt für mich gemacht. Das ist gut. Was mich auch gewundert hat, zum Beispiel gibt es hier ein Fähnchen. Großzügig gibt's, schräg drauf. Ja, das hier, ne? Hochverschuldet. Das hat ja jemand von Köln, aus Köln reingesteckt. Da hätte ich gedacht, dass Berliner hochverschuldeter ist. Das hat mich jetzt ein bisschen verwundert. Das ist aber ganz interessant, was da jetzt so in Bewegung kommt. Aber am Anfang hat sich ja gar nichts bewegt, das muss ich mal sagen. Ich musste die Leute ansprechen. Da hätte ich gedacht, dass in Berlin, dass man die da hinführen muss, aber das war von Köln hier, das hätte ich nicht gedacht. Hier sieht man die Fähnchen, ne? Das ist die Kölnerin, habe ich entschieden, dass die weiblich ist. Und der Berliner, der ist Mann, passt ja auch. Und da ist halt das Zeichen. Weißt du, warum das die Kölnerin sein muss? Nee. Agrippina, die Stadtgründerin. Und dann die Ursula mit den 11.000 Jungfrauen. Ja, genau. Die dafür gesorgt hat, dass ich den Elberrad hier. Ja, ich habe mich da mit jemandem vorher drüber unterhalten, über das Geschlecht. Da kam das auch zur Sprache. Und dann habe ich entschieden, okay, Köln muss halt eine Frau sein. Und dann gibt es ja hier noch diese Gebäude. Die sind halt aus Berlin und aus Köln. Und zwischen diesen Gebäuden steht dieser hier unten. Der macht im Prinzip das, was du jetzt machst. Und das steht halt hier dazwischen. Das bin ich selber. Die Frage ist eigentlich, die mich am Anfang halt umgetrieben hat, wo bin ich eigentlich in der Stadt in Berlin? Weil ich bin ja keine Ur-Berlinerin, verortet bin. Und am Anfang hatte ich die Vorstellung oder den Wunsch an mich, diesen Hintergrund irgendwie zu definieren. Den habe ich auch definiert, aber am Ende, jetzt habe ich das wieder weggenommen alles. Jetzt ist das ja wieder nicht verortet. Mein Wunsch war ja, ich beziehe mich jetzt mal auf Berlin. Wie stehe ich zu Berlin? Und scheinbar stehe ich irgendwie, naja, es hat sich da noch nicht so richtig was entschieden, es hat sich nicht verändert. Ist ja ein bisschen, ist ja Balanceakt und ist ja gleichzeitig, ja, aber auch so wie eine Grenze, sage ich jetzt mal. Ne? Wie die Hexe auf dem Hag, ne? Die so halt so die balanciert und guckt immer rüber. Das ist Köln, ne? Das ist die Arena. Naja, das ist das Henkelmännchen, das sieht man. Die neue Nationalgalerie. Ah, das ist Berlin? Weil das kenne ich nicht. Ah. Neue Nationalgalerie, das ist ganz in der Nähe, wo auch unsere Galerie ist, vom VBK, wo wir dann nächstes Jahr sein, aufstellen. Und das da ist Köln? Das ist der Tor, euer Tor. Eigentlich nicht schön. Ich glaube, Per hat mir das erzählt, dass, oder Michael, dass, wir, dass der Verein früher da drin war. Nicht in dem. Nicht in das dem. Ist ein Hotel, ne? Aha. Aber daneben könnte, das könnte bleiben, ja? Das hier ist auch Köln, das ist ein Büro.
Haus von der Feuerwehr in Köln. Ah, wo ist das denn? Ja, das frage ich mich jetzt. Weiß ich nicht. Das ist ja in Spree, Marie-Louise Lüders Haus. Und wenn ihr nach Berlin kommt, dann müssen wir unbedingt eine Spree fahren. Das ist so schön. Eine Stunde, da fährst du an diesen ganzen Regierungsgebäuden vorbei zum Zoo und dann wieder zurück. Hier Potsdamer Platz, sehr futuristisch. Als ich mich mit Köln beschäftigt habe, war ich erstaunt, wie viel auch neue interessante Gebäude Köln hat. Mein erstes Gebäude, was mir persönlich sehr gut gefallen hat, aber es hat natürlich auch einen Beigeschmack, das sind diese Kranhäuser, diese drei. So. Ja, die, wo man sich drum streiten kann, ja, ob die Optik gut ist. Die Optik, und die fallen einem total ins Auge. Mir gefällt das sozusagen. Diese drei Kranhäuser, das hat mich auch auf die Idee gebracht, mit Architektur was zu machen. Aber da bin ich noch ganz am Anfang. Ja, das ist ja in Köln, ne? Das ist die Philharmonie. Beziehungsweise das obere ist das Ludwigsmuseum, das gehört ja zu dem. Die Philharmonie ist praktisch drunter. Das hat ja den Effekt, dass man, wenn die unten proben, ne, dann darf man hier oben nicht über den Platz gehen, dann wird man wirklich weggescheucht, weil die einfach das irgendwie nicht bedacht haben beim Bauen. Aber das hier ist irgend so ein Bürogebäude. Das ist hier so ein Energiegebäude, so ein Energiespar-Bürogebäude. Es hat mich von der Form interessiert, so, weil das so, und dann diese knallige Farbe, und das ist hier das ovale Haus, da gibt es noch ein anderes, das hat andere Fenster, so rot, blau, so, auch so, aber ich weiß nicht mehr, wo das steht, aber das ist in der Nähe von dem hier. Das ist Berlin, das ist die Schule, die wir lesen haben, die Berlin. Da haben wir einfach die Farbe, das ist so rausgefallen, das haben wir wieder rein. Das ist ja deswegen auch viel hübscher wie diese Betonplätze. Ja, das ist ein Hotel, ne? Die haben fluoreszierende Lichter so abends. Ja. Und dann ist das ganze Stadtpanorama und die Nacht vor uns. Du siehst das Ding halt überall. Lichtkunst.